Heute gibt es ein Buzzcut Fade Tutorial und zwar zeigt heute mein Barber, wie er mir aktuell meinen Buzzcut schneidet und einen Fade rasiert und ich von dieser Frisur hier zu dieser Fade Cut Frisur komme. Also falls du sowas mal zu Hause selber ausprobieren möchtest, ist das die richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich. Im ersten Schritt wird das Deckhaar angepasst, heißt das Deckhaar wird ein bisschen runtergetrimmt. Um das zu machen, wird als erstes mal der Wirbel identifiziert, wo ist dann eigentlich der Wirbel, um dann zu schauen, wie die Wuchsrichtung der Haare ist. Es wird nämlich mit der Wuchsrichtung rasiert, denn man möchte nicht zu viel vom Deckhaar wegnehmen, man möchte nämlich die Haardichte behalten. Dementsprechend wird geschaut, wo ist der Wirbel und dann wird mit der Wuchsrichtung das Deckhaar runtergetrimmt. In diesem Fall sind es 4,5 mm und das Deckhaar wird dann komplett auf 4,5 mm runtergetrimmt. Und falls ihr mal Lust habt auf ein exklusives Barbererlebnis, dann schaut auf jeden Fall bei Rami im Barbershop vorbei. Wirklich ein Weltklasse-Barber. Alle Informationen zum Barbershop findet ihr unten in der Infobox. Im zweiten Schritt wird die Ausgangslinie festgelegt, also die Initial Line, von der dann gefadet wird. In diesem Fall benutzt der Barber 0 mm und setzt jetzt die Ausgangslinie fest. Wichtig an dieser Stelle, ihr solltet vorab auf jeden Fall mit eurem Barber sprechen, was für eine Art von Fade ihr haben möchtet. Möchtet ihr zum Beispiel einen High Fade haben, einen Low Fade oder einen Middle Fade? In diesem Fall macht mein Barber jetzt einen Middle Fade, der von hinten etwas abgeflacht wird. Im Schritt wechselt der Barber vom Clipper zum Trimmer, weil er mit dem Trimmer einfach noch näher und noch schärfer an der Haut schneiden kann und trimmen kann. Dementsprechend einfach nochmal hier einen Maschinenwechsel, um das Ganze noch weiter runter zu trimmen. Im vierten Schritt gibt es nochmal einen Maschinenwechsel und zwar wird jetzt mit dem Rasierapparat wirklich bis auf die Haut runter rasiert. Heißt, wir haben jetzt mit diesem Apparat tatsächlich den Skin Fade, heißt, es wird bis zur Haut runter rasiert. Im nächsten Schritt geht Rami dann direkt an die Ausgangslinie, also an die Initial Line und wird diese jetzt wiederum mit dem Clipper verblenden. Es ist kein Aufsatz drauf, sondern der Hebel ist ganz offen, was bedeutet, dass wir auf einer Länge von 3 mm sind. Man geht an dieser Stelle auch nur 1 cm über die Linie und im Verlauf des Verblendens switcht Rami dann nochmal um und setzt den Hebel auf Half Open, also halb offen und verblendet dann dementsprechend auch nochmal mit halb offen. Fast jeder Barber macht das an dieser Stelle auch mit Gefühl und er schaut dann je nach Maschine und je nach Widerstand, wie viel er an dieser Stelle verblenden kann. An dieser Stelle auf jeden Fall auch aufgepasst, falls ihr das Ganze zu Hause machen wollt, das muss an dieser Stelle definitiv sitzen. Im sechsten Schritt kommt jetzt wieder ein Aufsatz auf den Clipper drauf und zwar ein 3 mm Aufsatz. Zudem wird der Hebel des Clippers komplett geöffnet, sodass wir uns jetzt bei insgesamt 6 mm befinden. Und mit 6 mm wird jetzt verblendet. Und je nach Gefühl entscheidet der Barber jetzt, ob er den Hebel weiter schließt oder weiter öffnet, je nachdem, wie viele Haare jetzt noch abgenommen werden. Und an dieser Stelle mal ganz genau darauf achten, wie Rami den Clipper bedient. Er benutzt nämlich nicht den ganzen Scherkopf, sondern nur ein Viertel, die Ecke des Scherkopfes. Nur damit geht er über die Linie drüber und verblendet jetzt, um final wirklich den perfekten Fade hinzubekommen. Sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg arbeitet Rami jetzt wirklich nur mit einem Viertel des Scherkopfes. Im nächsten Schritt nimmt Rami einen neuen Aufsatz und zwar einen Aufsatz mit 2,5 mm und macht jetzt einfach nochmal das gleiche wie vorher und verblendet einfach nochmal die Linie.
Und an dieser Stelle spielt auch Rami wieder mit dem Hebel, öffnet den Hebel, schließt den Hebel wieder, um dann final wirklich den perfekten Fade hinzubekommen. Und den letzten Aufsatz, den Rami jetzt hier nimmt, ist der Aufsatz mit 1,5 mm und das Spielchen beginnt von 9. Last but not least macht Rami das Ganze jetzt noch ein letztes Mal und zwar ohne Aufsatz und nur mit offenem, halboffenen oder ganz geschlossenem Hebel. Hier aber aufgepasst, gerade dann, wenn ihr das Ganze zu Hause selber machen wollt, das ist wirklich ein richtiges Feintuning, was jetzt hier an dieser Stelle vorgenommen wird. Damit das Ganze auch sharp und crisp aussieht, müssen final natürlich auch noch die Outlines gezogen werden. Dazu auf jeden Fall die Haare nach vorne kämmen und dann die Outlines mit dem Trimmer ziehen. Je nachdem, wer dazu Lust hat, kann das Ganze natürlich auch nochmal piekfein mit einem Chavett bzw. mit einem Rasiermesser machen und dann die Outlines wirklich perfektionieren. Und wenn man sich an dieser Stelle nochmal das Vorher-Nachher-Ergebnis anschaut, dann sieht man, was Rami hier wieder für eine Top-Arbeit geleistet hat.